Wir haben heute ganz hands-on oder auch tippreiches Meetup, nämlich es geht um die Aktualisierungsstrategie. Wie kann man denn Produktbeschreibungen möglichst einfach, aber clever und vor allem nutzenstiftend für den Konsumenten, für den Leser der Informationen aktuell halten? Und da hast du mal aus deinem Erfahrungsschatz einige Anlässe zusammengetragen. Und zeigst heute, wie es gehen kann. Ja, also es ist ja erstmal vielen Dank für die Ankündigung. Und Heike, wir müssen noch sagen, dass wir eine Umfrage haben, die wir gegen Ende des Meetups heute Wo stellen, ist es? weil wir so ein bisschen schauen wollen, welche Aktualisierungsanlässe besonders gut bei den Teilnehmern ankommen oder wer denn glaubt, dass sie für ihn besonders wichtig sind. Und Aktualisierungsanlässe, da ist natürlich naheliegend, sofort denkt man drüber nach, saisonal, ne? Das könnte ja so eine erste Aktualisierung sein. Ich habe ja heute hier fast wie immer eine wunderbare Tasse schwarzen Kaffees dabei und heute aber auch extra der Zeit geschuldet einen Lebkuchen. Es ist ja die Weihnachtszeit und sofort kommt natürlich die Idee auf, wollen wir denn Texte sozusagen an dieser Weihnachtszeit orientieren und diese erste saisonale Anpassung machen? Wir haben ja in den letzten 4 Wochen die Aktualisierungsanlässe so ein bisschen auch auf LinkedIn geteilt, bis auf den letzten, den fünften, den machen wir ja heute live hier im Meetup, bevor wir ihn dann morgen nochmal veröffentlichen, diesen fünften Tipp, damit die Reihe vollständig ist. Aber diese 5 Tipps sind eben weit mehr als saisonale Anpassungen. Und eine saisonale Anpassung gilt eben auch beispielsweise für Produkte, die nicht saisonal sind. Also was schreibe ich denn oder was mache ich denn, wenn die Weihnachtszeit kommt und mein Produkt gar nicht so saisonal anpassbar ist? Gibt es denn da überhaupt Möglichkeiten? Sodass wir also in der Tiefe, in der wir heute diskutieren, das glaube ich so noch nie besprochen haben. Und ich hoffe, dass wir wirklich das eine oder andere haben, was die Teilnehmer mitnehmen können und dann vor allen Dingen auch direkt in ihren Projekten, in ihren AI-Semantics-Projekten umsetzen können. Und ich teile mal meinen Bildschirm. Oh, super. So, der sollte schon zu sehen sein. Wunderbar. Jawohl, man sieht ihn. Das. Nein. Sehr gut. Also, up to date bleiben, kreative Aktualisierungsanlässe und Ansätze für Produkttexte. So haben wir mal das heutige Meetup überschrieben. Warum ist das überhaupt möglich oder was war denn bisher nicht möglich? Fangen wir andersrum an. Wenn ich heute das Problem gelöst habe, dass ich einen Produkttext publiziert habe, dann waren viele Anwender sehr dankbar, oft manuell geschrieben. Ne? Ich habe jetzt endlich den Text online. Wir können das Produkt präsentieren. Wir können dem Kunden erzählen, was das Produkt Gutes für ihn tut. Und es war eben sehr oft so, dass diese Produkttexte dann über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, in unveränderter Form weitergenutzt wurden. Egal, was da draußen passiert. Und es passiert ja eine ganze Menge. Wir haben wirtschaftliche Veränderungen, wir haben gesellschaftliche Anpassungen, die uns über die Umwelt neu nachdenken lassen. Wir haben politische Entwicklungen, mit denen wir vor wenigen Monaten nicht gerechnet haben. Und plötzlich kann ich oder muss ich vielleicht sogar ein Produkt in einem bestimmten Licht präsentieren, in einem bestimmten Kontext präsentieren. Und was schon immer unser Ansatz war, dass wir eine integrierte Systemlandschaft sind, mit der ich eben in dieser Data-to-Text-Automatisierung nicht nur den Produkttext einmal generiere. Unsere Preismodelle sehen es ja auch gar nicht vor, dass ich quasi pro Generierung bezahle, sondern eben die Möglichkeit habe, so oft wie mir es in den Sinn kommt und wie ich es für richtig halte, Texte zu aktualisieren und dem Kunden dann in einem neuen Kontext zu präsentieren und damit die Abverkäufe zu steigern. Das ist immer das Ziel. Dieses Kontextualisieren soll natürlich dazu führen, dass wir am Ende für einen gewissen Mehrverkauf oder Abverkauf stehen können und das auch entsprechend umsetzen. In dieser Systemlandschaft haben wir hier nochmal aufgefächert die einzelnen Schritte, die man mit uns gehen kann und wie man das entsprechend umsetzen kann. Ich glaube, da wir heute ein sehr stark anwenderfokussiertes Thema haben, müssen wir hier nicht so in der Tiefe drauf eingehen. Aber der Vollständigkeit halber sei das hier nochmal angesprochen. Natürlich machen wir das alles mit einer API. Warum? Es macht ja wenig Sinn, wenn ich die Texterstellung automatisiere und dann das Pflegen der Texte beispielsweise von Hand durchführe. Wir haben GPT integriert. Wen das interessiert, vielleicht machen wir im Anschluss noch eine kleine Session, wo wir nochmal diese Integration zeigen, um diese Kreativität des Texters zu unterstützen.
und die entsprechend einzubringen. Und wir haben natürlich auch Tools gebaut, die helfen, eine maschinelle Übersetzung umzusetzen und real werden zu lassen, um eben diese Texte in einer Zielsprache zu generieren. Und wenn ich diese Infrastruktur tatsächlich umgesetzt habe und gebaut habe, dann ergibt sich natürlich eine völlig neue Möglichkeit zu arbeiten. Und woran liegt das? Wir haben eben den Human in the Loop vor der generativen KI. Das heißt, ich prüfe vorher, wie klingt mein Text, wie wird meine Aktualisierung klingen. Und das sorgt dann am Ende dafür, dass ich mit dieser vorherigen Überprüfung quasi blind Texte produzieren kann und ausspielen kann und die Texte sogar in eine Art Autoaktualisierung entlassen kann, weil ja die Regeln, die wir vorgegeben haben, eingebunden mit einer kreativen Lösung über GPT beispielsweise, wirklich sicher sein kann, dass das, was ich ausdrücken wollte, im Text auch tatsächlich stattfindet und ich nicht darauf angewiesen bin, mich auf eine Zulieferung zu verlassen, deren Ergebnis ich eigentlich nicht kenne und so ein bisschen darauf angewiesen bin, die Entwürfe, die mir zugeliefert werden, zu überprüfen, nachzuarbeiten und eben dann zu publizieren. Das heißt, ich habe eine nach der Generierung eine Qualitätssicherung. Und das macht sehr langsam. Würde bedeuten, nehmen wir mal an, ich möchte einen Aktualisierungsanlass für ein paar tausend Produkte meines Shops oder auch nur für ein paar hundert Produkte meines Shops umsetzen. Wir haben die Weihnachtszeit, bestes Beispiel. Wir haben nächstes Jahr die Euro 24. Da könnte ich auch mir vorstellen, dass das Thema Möbelbetextung beispielsweise, genießen Sie die Fußballspiele der Europameisterschaft auf einem neuen Sofa. Warum denn nicht? Ja, wenn es ein Sofa ist, das vielleicht sogar Lounge-Charakter hat, weil es eine bestimmte Sitztiefe hat, kann ich doch dieses Thema spielen und den einen oder anderen Fußballbegeisterten zumindest in dem Kontext ansprechen. Ob es dann letztendlich verkauft, das werden mir die Zahlen zeigen. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das nächste Mal eben eine andere Aktualisierung oder Anpassung, Kontextualisierung eines Textes gegenüber dem Endverbraucher. Und das ist eben die Stärke, dass diese Systemlandschaft eben auch dieses Messen des Verkaufserfolgs ermöglicht. Das heißt, meine kreativen Inputs in die Maschine, die produziert werden oder umgesetzt werden in kreative Textlösungen für meine Produkte, kann ich dann sogar Qualität sichern, indem ich die Zahlen, die Abverkaufszahlen beispielsweise hinterlege und dementsprechend sicher gehen kann, dass meine Maßnahmen funktioniert haben. Und wenn sie nicht funktioniert haben, dann kann ich sie anpassen und eben einen Schritt weitergehen. So. Und am Grund will der gerade jetzt wieder. So, das war zu viel, sorry. Halt. Jetzt sind wir richtig, genau. So, was sind denn diese fünf Anlässe? Ne? Also wir haben jetzt die technische Möglichkeit, diese Dinge zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wie steuere ich das strategisch ein? Was gibt es für Möglichkeiten, das strategisch umzusetzen? Und natürlich ist dieser saisonale Bezug, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, eines der naheliegendsten. Und wir haben natürlich hier jetzt ein konkretes Beispiel. Eine Pfanne, ne, hat im Prinzip ja keinen saisonalen Bezug. Also das ist kein besonderer Weihnachtsartikel oder kein besonderer Urlaubsartikel oder kein besonderer, ich weiß nicht was Artikel ist, ein täglicher Bedarf. Ich habe diese Pfanne jeden Tag in der Hand. Aber ich kann eben im Sommer knusprige Croutons für meinen Sommersalat herstellen und im Winter beispielsweise den Kaiserschmarrn. Das heißt, alleine, dass ich beschreibe, was ich mit dieser Pfanne aktuell tun kann und was jetzt der nächste richtige Schritt ist, was man mit dieser Pfanne in der Küche umsetzen kann, ist ja eine Kontextualisierung. Man nehme an, es gäbe jetzt noch Bilder, die das darstellen, die ich noch austausche und die leere Pfanne vielleicht einmal mit Croutons oder mit einem Sommersalat zeige und einmal mit dem Kaiserschmarrn. Dann wäre es ja sozusagen kaum auszuhalten, sondern wir haben die Produktbeschreibung direkt in den Alltag des potenziellen Kunden gehoben, der darin dann in der Kontextualisierung sicherlich auch einen Wohlfühleffekt hat, ein Wiedererkennen der eigenen Ansprüche oder Ideen sieht, vielleicht sogar inspiriert wird, das genauso umzusetzen. Und alles sind Punkte, die sicherlich positiver stimmen, wie zu sagen, das ist eine Pfanne mit einer Teflonbeschichtung in 28 cm Durchmesser. Das gehört natürlich dazu, aber in der Kontextualisierung Lust auf mehr machen, den Kunden zu interessieren,
ihm sozusagen einen kleinen Twist mitzugeben, warum er diese Pfanne kaufen sollte und vielleicht den einen oder anderen Preisvergleich zu vernachlässigen oder den Gedanken mitzunehmen und dieses Produkt beispielsweise zu kaufen. Sicherlich besser wie ohne. Gemessen muss ich oder messen muss ich es dann natürlich und die Frage stellen, hat es den Einfluss bei mir? Schaffe ich das damit? Denn dann muss ich es auf jeden Fall wiederholen oder mir sogar vielleicht weitere saisonale Anlässe einfallen lassen. Dass man sagt, das Osterlamm, wir haben den Maifeiertag, wir haben Weihnachten, wir haben vielleicht den Sommeranfang und wir haben, weiß ich nicht, die Sommersonnenwende. Und alles sind Anlässe, wo ich mit dieser Pfanne besondere Dinge tun kann. Und wenn es einmal funktioniert, funktioniert es vielleicht auch entsprechend öfter. Und auf einmal muss ich da hinterher. Nochmal, von Hand ist es nicht zu lösen. Das funktioniert nur mit der Technologie der Automatisierung. Und da bin ich tatsächlich mittlerweile so weit, dass mir wichtig ist, in meinen Vorträgen auch zu vermitteln, dass neue Technologien auch immer neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Und wir beleuchten es oft zu wenig, sondern wir gehen da rein und sagen, ah, die Technologie löst jetzt, weiß ich nicht, ein Skalierungsproblem für Textproduktion. Ich brauche 20.000 Texte. Wenn die geschrieben sind, Verzeihung, wenn die geschrieben sind, ist alles gut. Die Wahrheit ist, es ist nicht alles gut, sondern die Frage wäre, was mache ich mit dieser neuen Technologie und mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, denn tatsächlich an mehr Umsatz oder an mehr Ansprache von Kunden beispielsweise. Produktverbesserungen. Ganz oft werden ja Produkte sanft angepasst. Ne? Ich habe einen Laptop, da ist plötzlich ein neuer Akku drin beispielsweise, der hat etwas mehr Laufzeit. Vielleicht hat er sogar einen höheren Wirkungsgrad oder lässt sich schneller laden oder er brennt nicht mehr. Ja? Wir haben mittlerweile Akkutechnologien, die tatsächlich weniger gefährlich sind, um in Brand zu geraten, weil sie eine andere Material zusammen sind. Das sind sogenannte LFP-Akkus beispielsweise, die deutlich geringer brennen als andere Akkus. Wenn sowas eingebaut wird, ist das natürlich eine ganz, ganz wesentliche Anpassung für das Produkt, die ich sogar ja, hervorheben sollte. Ja, nicht muss, aber auf jeden Fall hervorheben sollte, weil dieser Unterschied, vielleicht drückt er sich im Preis aus, vielleicht bleibt das Produkt gleich teuer, aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung für dieses Produkt. Und jemand, der sich schon länger mit dem Produkt beschäftigt und immer wieder danach schaut und kaufen will und überlegt, gerade also auch bei vielleicht etwas teureren Produkten, wo der Produktentscheidungs- oder Kaufprozess etwas länger ist, als nur 5 Minuten nach einem T-Shirt zu schauen. Aber in jedem Fall muss diese Anpassung stattfinden. Und selbst bei dem T-Shirt, wo ich jetzt sage, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, weil der Kaufprozess ist ja so nur kurz und knapp, aber alleine dann eben mit in den Text einzuarbeiten, dass man eine Verantwortung für die Umwelt übernimmt, dass deswegen die Baumwolle eine andere Baumwolle ist, dass mehr Recyclinganteil ist, was auch immer, was ja dann wiederum auf die Marke zurück reflektiert und mir ein besseres, als Kunde ein besseres Gefühl und Vertrauen in diese Marke gibt, dann sind auch das positive Faktoren, die jetzt nicht nur die Gegenüberstellung von Alt und Neu benötigen, sondern in der Kontextualisierung natürlich auch Markeneinflüsse stattfinden. Und ich finde, wenn Produkte auch nur kleine Verbesserungen erfahren, ja, eine andere Form der Naht, ein anderer Baumwollstoff, was auch immer, wir haben ja noch das Beispiel mit dem Fahrrad, wo es andere Bremsteile gibt, beispielsweise, oder andere Komponenten, die für die Bremsen verbaut werden, die für eine höhere Bremsleistung beispielsweise stehen, dann gewinne ich natürlich damit Sicherheit. Und selbst wenn das Fahrrad ein paar Euro dann teurer ist, kann ich zumindest sehr gut erläutern, warum wir diese Aktualisierung durchgeführt haben. Wir können sie gut begründen und in einem Text so einen Mehrwert schaffen. Und nicht nur für den User, der dann alle 5 Minuten sozusagen vorbeischaut und bei dem teureren Produkt vielleicht sogar mehrfach diese Seite liest, sondern natürlich geben wir damit auch an Suchmaschinen extern ein Signal. Und wir hatten gerade ganz aktuelle Diskussionen zum Thema Bedeutung von Produktseiten. Und viele Suchmaschinenexperten erwarten, dass die Produktseiten eine Renaissance erleben werden, dass wir sehen werden, dass die in der Suchmaschinenoptimierung deutlichen Gewinn machen werden und deutlich an Sichtbarkeit gewinnen werden, weil wir damit eben wegkommen von diesen riesigen, aufgeblasenen Filterseiten, die mich eben nur da irgendwie hinlotsen sollen, sondern ganz konkret zu einem Produkt führen,
Und je mehr Details ich zu diesem Produkt beschreibe, je mehr Details ich verlässlich und zuverlässig dem Produkt zuordnen kann und betexten kann, umso eher findet auch jemand beispielsweise unter dem Begriff Laptop mit LFP-Technologie vielleicht genau den richtigen Akku oder Fahrrad mit einer bestimmten Bremse oder, weiß ich nicht, GOT-zertifizierte Baumwolle-T-Shirt, sodass eben plötzlich gar nicht mehr diese Übersichtsseiten oder Filterseiten so wichtig sind, sondern tatsächlich die Produktseiten wieder deutlich wichtiger werden. Jetzt aktuell sehr schöne Diskussion, lade ich auch gerne dazu ein, mit mir nochmal drüber zu sprechen, wer da tieferes Interesse hat und da etwas sehen will oder erfahren will. So, etwas, was bis gestern sozusagen, naja, gestern gibt es uns Gott sei Dank schon ein paar Tage länger, was man nie betextet hat, waren ja Preise innerhalb von Texten. Ne? Ist ja klar, Preise ändern sich, die steigen, die fallen. Also betexte ich den Preis nicht, um eben nicht in Gefahr zu kommen, dass ich die Produkttexte anpassen muss. Ja, vollkommen richtig, wenn ich das manuell mache, ist das korrekt. Jetzt haben wir aber die großartige Möglichkeit, das ja zu automatisieren. Und Preise kommen ja nun in einer perfekten Struktur. Ja, wir haben ja auch Kunden, die sagen, oh, ich habe gar nicht so viel strukturierte Daten. Ich darf Ihnen versichern, wir haben keinen einzigen Kunden, wo Preise unstrukturiert kommen. Woran liegt das? Ich brauche es von Abverkauf. Das ist ganz einfach. Und dementsprechend weiß ich eben sehr gut. Und wir haben ja ein konkretes Beispiel unserer Kundschaft mal rausgegriffen. Übrigens auch die Pfanne ist ein konkretes Beispiel gewesen. Bitte nicht falsch verstehen. Wir erfinden hier nicht Dinge, sondern wir reden viel mit unseren Kunden. Wir haben engen Kontakt mit den Anwendern und wir sehen eben auch, was umgesetzt wird. Und was wir jetzt gesehen haben, ist hier auch ganz spannend. Und zwar handelt es sich hier um Neoprenanzüge, die vor allen Dingen von Surfern genutzt oder beispielsweise von Surfern genutzt werden. Und wir haben hier einen Anzug, das ist derselbe Anzug, der kostet 300 € und wenige Monate später kostet derselbe Anzug 130 €. Also wir haben dasselbe Produkt, wir haben dieselbe Qualität, es hat sich nichts geändert, der Preis ist aber drastisch gesenkt worden. Wir sind also in einer Abverkaufsphase. Und jetzt kann ich natürlich den Text unverändert lassen. Und dann steht da eben meinetwegen ein Text mit einer Kernaussage, der gute Allrounder. Und der hat in der Produktbeschreibung die Verarbeitung des Reißverschlusses erwähnt, die Materialdicke und ein Futter. Und diese Blindstichnähte, die für 300 € übrigens ein Qualitätsstandard sind. Also das erwarte ich in diesem Preissegment, so habe ich es mir zumindest erklären lassen. Ich hoffe, dass die Tauch- und Surfprofis unter uns mich da bestätigen, aber das wurde mir ebenso mitgeteilt. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite dieselben Kriterien, dasselbe Produkt, dieselbe Bilder und der Preis sinkt um mehr als 50% auf 130 €. Und jetzt ist es ja plötzlich ein Preis-Leistungssieger, weil zu diesem Preis dieses Produkt zu kaufen, der bisher ein guter Allrounder war, heißt eben auch in der Verkaufsargumentation. Und wenn der Kunde auf der Fläche vor mir stehen würde, würde ich ihm das natürlich auch sagen. Dann würde ich sagen, hey, mit der Reduktion, das Ding ist unschlagbar. Weil wir haben ganz tolle Nähte und die gibt es in dieser Preisklasse normalerweise nicht. Das sind alles Anzüge. Schauen Sie, der hat hier ursprünglich 299 € gekostet. Und da sind die plötzlich, und das ist der einzige, der Blindstichnähte hat, als ein Beispiel jetzt. Und dann fällt es mir natürlich schwer, das online auch zu leben, weil ich bin ja nicht mit dem Kunden im Gespräch und nicht jeder wird einen Chat öffnen und sich mit mir über diesen wunderbaren Anzug unterhalten. Aber ich habe ja durch die Automatisierung die Möglichkeit, in Sekundenschnelle diesen Produkttext anzupassen und auf diese Preiswürdigkeit und auf diesen unschlagbaren Preis hinzuweisen, weil Blindstichnähte in dieser Preisklasse eben normalerweise gar nicht mitgeliefert werden und das ein ganz besonderer Anzug dadurch wird und die hohe Qualität zu diesem Preis eher selten vorkommt. Also weg von dieser Angst, wenn ich Preise betexte, da muss ich ja dranbleiben und da muss ich das wieder ändern. Und nee, muss man nicht, übernimmt die Maschine. Ich kann das eben automatisieren. Und genau das in der Automatisierung mit einer Information, die so wertvoll ist und die gerade im Online-Business oft die Kaufentscheidung auslöst. Also sind wir ganz ehrlich, natürlich suchen wir alle dasselbe Produkt zum billigsten Preis. Warum funktionieren denn Preissuchmaschinen so gut? Warum funktioniert Google so gut? Weil wir eben oft danach schauen, wo kriege ich es am günstigsten her? Und wenn ich dann in meinem Text, also bei einem sehr günstigen Preis, noch darauf hinweise, wie gut das Produkt ist und warum es so gut ist und was es für den Kunden bedeutet, ist es sicherlich ein Mehrwert, der dann wiederum zu einer Differenzierung führt
Und möglicherweise dann eben auch zum Kauf am Schluss. Retouren, ja, da höre ich auch immer wieder vom Handel, oh, ganz schwierig, Retouren, ja, wollen wir alle vermeiden. Ja, da gebe ich recht, am Ende will ich sie auch vermeiden. Aber Retouren sind natürlich auch ein ganz wunderbarer Anlass, Texte anzupassen. Das Schöne ist auch hier, viele Unternehmen erfassen Retourengründe in einer Datenbank und dann liegen die da. Vielleicht schaut sogar noch irgendjemand aus dem Einkauf mal drüber. Aber im Text findet es sehr selten statt. Das Einfachste ist, der Rücksendegrund zu klein. Sobald ich das mehrfach sehe in der Produktdatenbank für ein bestimmtes Produkt, wäre es ja ein einfaches aus dieser strukturierten Information. Der Artikel 43.11.17 fällt etwas zu klein aus. Wir empfehlen, eine Nummer größer zu kaufen oder zwei Nummern größer zu kaufen. Und mit dieser strukturierten Information einfach eine Ergänzung in den Produkttext zu machen, sagen, wichtiger Hinweis zur Passform, bitte kaufen Sie diesen Artikel zwei Nummern größer. Er fällt sehr klein aus. Dann weiß jeder Kunde, alles klar, zwei Nummern größer kaufen. Selbst wenn es die Hälfte der Kunden immer noch übersieht und trotzdem die falsche Größe bestellt, habe ich zumindest gerade eben meine Retouren auf Basis, das Produkt ist zu klein, halbiert. Einfach nur, weil ich einen Satz ergänze oder eine Formulierung ergänze, die auf die Passform dieses Produkts eingeht. Und es ist so einfach. Also hier ist weder eine besonders kreative Betextung gefragt. Ne, bei der Preisargumentation, da muss ich mir noch was Nettes einfallen lassen vielleicht, um das irgendwie als Preis-Leistungssieger und den genauen Grund rauszufiltern und das dann entsprechend zu betexten. Aber Leute, bei Retourengründen, das Produkt ist zu klein, kauf es zwei Nummern größer, da verweigere ich jegliche Form von Kreativität, weil es die nicht braucht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den schreibe ich dem Kunden dazu. Das gilt für mich übrigens auch für Waschhinweise, was auch Retourengründe sind. Achtung, Artikel ist Handwäsche. Kann ich natürlich negativ formulieren oder ich sage es eben positiv und sage, die wertvolle Garnzusammensetzung erfordert eine Handwäsche. Klingt geiler, wie zu sagen, Achtung, Handwäsche erforderlich, klingt negativ. Und mit dieser positiven Formulierung, selbst wenn jetzt die Hälfte nicht kauft, habe ich in jedem Fall mal die Retouren entsprechend reduziert, weil vielleicht die Handwäsche bei diesem Kunden überhaupt nicht gewünscht ist, egal wie edel dieses Garn zusammengesetzt ist. Und warum diese Garnzusammensetzung von Bedeutung ist für dieses Kleidungsstück. Es sind für mich Themen, die ich ansprechen kann, die ich dem Kunden direkt auf dem Weg mitgebe und noch bevor er das Produkt kauft, ihm diesen Hinweis mitgebe. Übrigens auch eine Frage des Vertrauens, das im Vorfeld zu tun. Also Trust Building auf Sicht mit dem Kunden für diese Brand zu entwickeln, weil ich den Retourengrund mitgebe. Natürlich verkaufe ich weniger, aber liegt jetzt das Problem im Marketing oder im Einkauf? Wenn das Produkt Handwäsche ist und wir wissen, dass unsere Kunden es nicht kaufen, bringt es mir am Ende nichts, wenn ich die Retourenkosten tragen muss, und wir auf der Ware trotzdem sitzen bleiben. Dann sage ich es lieber im Vorfeld, wir verkaufen die Ware nicht ab, bleiben auf ihr sitzen, weil sie eben Handwäsche braucht. Also das sind für mich keine Gründe, das auszuschließen, sondern genau im Gegenteil, positive Erfahrungen für den Kunden schaffen, ihn auf dieses Merkmal hinweisen. Wenn es ihn stört, wird er den Kauf nicht auslösen. Und wenn es ihn nicht stört, dann wird er es trotzdem kaufen und weiß eben von vornherein, wir haben hier ein Produkt Handwäsche oder ich muss es zwei Nummern größer kaufen. Als ein ergänzendes Beispiel nochmal. Etwas, was sich in den letzten Jahren dramatisch geändert hat, gesellschaftliche Veränderungen und wie wir plötzlich mit Produkten und Produktinformationen umgehen müssen. Die Pandemie, Fragen, Sicherheit, Hygiene, Liefermöglichkeiten. Wir hatten beispielsweise einen großen Versender, bei dem die zu Beginn der Pandemie, die richten sich an ältere Zielgruppen, zu Beginn der Pandemie sind die Bestellungen eingebrochen. Und die sind deswegen eingebrochen, weil die Angst hatten, bei der Übergabe der Ware sich zu infizieren. Das hat dann eine Kundenbefragung ergeben. Und so wurde eben diese Hygiene, oder Sicherheitsfragen beispielsweise direkt aufgegriffen und in den Texten integriert, dass eben eine kontaktlose Lieferung durchgeführt wird, und dass die Waren automatisch verpackt werden, nicht von Menschen und dadurch keine Keime übertragen werden. Und das hat dann tatsächlich die Bestellung wieder zurückgebracht bei dieser älteren Zielgruppe, weil eben diese Information vermittelt wurde. Passt das Produkt zu meinem Lebensmodell?
Auch das wieder, wir haben eben andere Lebensmodelle, wir haben andere Formen von Familien, wir haben Patchwork-Familien, wir haben gleichgeschlechtliche Beziehungen, die mit Kindern leben. All das hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung für bestimmte Produkte, auf unsere Wahrnehmung von Werten, auf unsere Wahrnehmung unserer Umwelt. Und dann muss ich eben meine Produkte auch entsprechend betexten. Und ich glaube, das Aktuellste und am leichtesten nachzuvollziehende ist die Frage der Umweltverträglichkeit, des Energieverbrauchs und der Langlebigkeit. Ich finde, dass das beispielsweise H&M aktuell sehr schön macht. Man bringt eine Tüte mit alten Textilprodukten in den Laden und bekommt dann eben einen bestimmten Betrag gutgeschrieben beim nächsten Kauf und versucht eben so in diese Idee der Kreislaufwirtschaft, des Recyclings reinzukommen. Das klappt übrigens ganz wunderbar, wenn Sie das im Ladengeschäft sich anschauen. Schaue ich mir das aber aktuell auf der Website an, dann sind diese Dinge zumindest vor ein paar Tagen immer noch nicht betextet gewesen. Und auch die Werbekampagne setzt genau auf diese Idee von Kreislaufwirtschaft, von Recycling und Wiederintegration in die Ressourcenkreisläufe. Und es wird in den Produkttexten einfach nicht aufgegriffen, die ich gerade eben so mühevoll in der Kampagne mit einem Wertewandel umgesetzt habe. Der Hintergrund ist übrigens, dass bei H&M eine neue CEO arbeitet, die aus dem Bereich der Nachhaltigkeit kommt und jetzt als Vorstandsvorsitzende da wirkt und eben genau auf diese Punkte massiv Druck ausübt und auf diese Weiterentwicklung des Unternehmens massiv Druck ausübt. Und dann ist es für mich eigentlich ganz normal, als Mitarbeiter, als Verantwortlicher für Content, für Produktbeschreibung, für die E-Commerce-Plattform, diese Grundidee mit aufzunehmen und an jeder Stelle, wo ich sie kommunizieren kann, wo es dem Produkt glaubwürdig ergänzt werden kann, dann eben auch glaubwürdig dazugebe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das bei jedem Produkt tun würde und bei jeder Faser und bei jeder Herstellungsmethode, die wir bei so einem Produkt haben. Denn unglaubwürdig will ich nun auch nicht sein, aber da, wo es Sinn macht, eben genau diesen Wertewandel in einem Unternehmen einfach ergänzen. Und auch das ist mit der Automatisierung in wenigen Stunden, Tagen umgesetzt. Ich muss eben nicht mehr manuell entsprechend arbeiten. Was hat sich jetzt verändert, wenn wir das anschauen? Textautomatisierung öffnet einfach neue Handlungsspielräume bei der Aktualisierung. Das heißt, wir hatten bisher die ganz oft die Aussagen, ja, können wir nicht machen, weil wir keine Zeit dafür haben. Wir haben so viele Produkte, die müssen wir alle betexten. Ja, ich verstehe unter dem Druck, unter dem solche Teams stehen, aber mit der Automatisierung eben andere Handlungsspielräume bei der Aktualisierung von Produkttexten, wer übrigens unsere Personalisierungsfunktion nutzt, Entschuldigung, nutzt, der weiß ja, dass genau das möglich ist, also auch innerhalb einer Customer Journey Texte anzupassen an die Situation des Kunden, also eine Kontextualisierung über die Customer Journey beispielsweise mit einzubringen. Auch eine interessante Form der, wenn man so will, Aktualisierung oder Kontextualisierung. Aber es gibt eben meiner Ansicht nach keine Gründe mehr, zu sagen, wir können Texte nicht aktualisieren, weil wir keine Zeit mehr dafür haben, sondern das löst ja wirklich die Automatisierung. Soweit mal mein Vortrag an der Stelle. Gerne jetzt Ihre Fragen, eure Fragen zu den Themen, die wir heute angesprochen haben. Und eine Umfrage, die die Heike wahrscheinlich auch gleich teilen wird. Gibt es denn schon Fragen? Ja, Heike, vielen bist du, ich sehe Dank. dich. Ja, ich bin wieder da. Hallo. Oder ich war die ganze Zeit natürlich da, aber ich habe mich natürlich meinen Hintergrund gestellt. Vielen, vielen Dank. Ich würde direkt einfach die Umfrage nebenher Mal mal starten. starten. Dann Genau. kann man auch parallel noch ein paar Fragen überlegen, wenn es welche gibt. Genau. Nur kurz. So. Genau, heute, wir wollten nämlich gerne wissen, welche dieser Anlässe, die jetzt der Salim hier gerade vorgestellt hat, für euch wohl einen der größten Mehrwerte bei euren Kunden auslösen würde, was ihr denn so denkt. Gerne auch bei LinkedIn, wir sind ja live auf LinkedIn, wenn ihr da irgendeine Meinung zu habt, einfach vielleicht kurz in die Kommentare reinschreiben. Also wir hatten das Thema saisonaler Bezug. Natürlich der Klassiker, wenn die
Produkte sich irgendwie verbessern, das dann in die Produktbeschreibung aufzunehmen, dann natürlich das Thema Preise verändern sich, das dann auch zu benennen und die Produktmessage dahingehend umzuformulieren beispielsweise und ja, das Thema häufig genannte Retourengründe. Und am allerletzten, der allerletzte Anlass war ja eben Kundenorm, das Thema der Wertveränderung, das als Anlass zu nehmen. Also genau, auf LinkedIn noch mal gerne nochmal. In Richtung der LinkedIn-Zuschauer, ihr seid ja nicht direkt in dem Chat in Zoom eingebunden, sondern über die Kommentarfunktion in LinkedIn habt ihr die Möglichkeit, Fragen oder ergänzende Ideen zu äußern. Müssen ja nicht nur Fragen sein, vielleicht haben wir einen Aktualisierungsanlass übersehen in den vielen Gesprächen mit unseren Kunden, was gerade aktuell umgesetzt wird und woran unsere Anwender arbeiten, dann auch gerne da einfach dazu. Ansonsten würde ich sagen, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen aktuell, Heike, schwirrt dir noch was im Kopf rum, was ich vergessen habe anzusprechen? Ja, du hast es ja schon sehr, sehr umfangreich erzählt. Was ich versuche mal so ein bisschen auch den vielleicht so den Check zu machen, wie aufwendig das Ganze denn wirklich sein kann oder wie wenig aufwendig, weil wir sagen ja irgendwie, das ist ja tatsächlich ein einfaches sozusagen, das zu implementieren. Aber wie ist es denn wirklich? Oder gibt es da auch Unterschiede bei den Anlässen, was recht einfach umzusetzen ist und was schwieriger umzusetzen? Oder was das ist vielleicht eine coole ein Frage, bisschen ja. mehr Vorarbeit leisten? Also ich glaube, alles, wo ich nochmal Daten anzapfen muss, also Preis beispielsweise, wenn das nicht im Produktdatensatz enthalten ist und der aktuelle Preis ist nicht da oder die Retourengründe sind noch nicht angebunden, dann ist das aufwendiger, weil ich muss ja diese Daten aus einer entsprechenden Datenbank ergänzen und in meine Textarbeit mit übernehmen. Ich glaube, so eine saisonale Anpassung ist relativ einfach, weil ich brauche keine Daten, die von außen zugegeben werden. Ich kann heute die Weihnachtsaktualisierung fahren und fahre dann eben im Januar die gute Vorsätze-Aktualisierung, im März den Frühlingsanfang-Aktualisierung und im April Wetterkapriolen-Update. So dass ich tatsächlich unabhängig bin von irgendwelchen Daten. Du merkst, mir sind im April die Ideen ausgegangen, sonst wäre mir bestimmt noch der Wonne Mai eingefallen, den man noch hätte nutzen können. Aber Spaß beiseite, wo ich keine Daten ergänzen muss, das ist natürlich das Einfachste. Ich finde, das Wichtigste ist gerade aktuell, weil man sagt, was wäre einfach und leicht? Vielleicht können wir es ja auch priorisieren. Ich finde, wenn Unternehmen aktuell in so einem Wertewandel stecken, ja, und sagen, hey, wir sind Fast Fashion, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, wir übernehmen mehr Verantwortung, wir produzieren anders, wir wollen den Ressourcenkreislauf möglichst schließen und beim Thema Recycling vorne dabei sein, dann sind das für mich Ideen, die werden natürlich dann immer irgendwo in der Marketingabteilung geboren und dann sitzt man da irgendwo im E-Commerce und sagt, ja, das machen die jetzt, das ist halt die große Kampagne, das hat ja keinen Einfluss auf mich. Ich finde, das hat schon einen Einfluss und zwar runter bis zum einzelnen Produkt. Und das ist für mich zum Beispiel wichtig, wenn man sagt, wir wollen als Unternehmen mit einer Stimme sprechen, wir wollen, da macht man eine große Session, warum haben wir jetzt diese Werte, warum übernehmen wir hier Verantwortung für bestimmte Themen, wie das beispielsweise Patagonia ja fast schon beispielhaft und vorbildlich gelöst hat. Und dann kann ich eben nicht in so einer Abteilung, die zuständig ist für E-Commerce oder für Produktkommunikation, die Augen, die Ohren und die Münder schließen und einfach nicht über das Thema sprechen, sondern dann muss ich eben das Thema Wertewandel auch ganz bewusst mit aufnehmen. Und das, was das Unternehmen zentral kommuniziert in teuren Fernsehkampagnen, bleiben wir beim Beispiel H&M, globale Fernsehkampagne zu dem Thema, in den Ladengeschäften, Aufsteller, geschultes Personal. Und dann gehst du auf die Website und dann siehst du von alledem nichts mehr. Ja, und das finde ich dann ehrlich gesagt schade, dass dieser Anschluss verloren geht, zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung und dann kommunizierst du auch in den Werten. Also das Wichtigste ist sicherlich diese Wertekommunikation aus meiner Sicht, wenn sich da dramatisch was ändert. Das Leichteste ist alles, wo ich keine Daten dazu brauche. Und das Schwierigste ist sicherlich, wenn die Daten nicht vorhanden sind oder ich die noch mühsam dazu holen muss, dann wären es für mich so in so einer Dreierstufung, so eine Priorisierung und gleichzeitig eine Leichtigkeit oder Einfachheit, in der ich es umsetzen kann, wäre das für mich zumindest die Kette. Und wie bewertest du das? Ist jetzt so ein Thema aktuelle Produktbeschreibung eigentlich, also
aktuell in den Kontexten, die du jetzt genannt hast, eher so nice to have oder eigentlich ein must to have? Naja, es wird halt kommen, dass die Produktseiten eine höhere Sichtbarkeit bekommen in den Suchmaschinen. Und wenn ich da vorne mitspielen will, dann wird dieses Thema Content Freshness, und die ist ja für Google ein nachweislich ein wichtiger Faktor, eine ganz zentrale Rolle spielen. Also wer aktuellen Content zur Verfügung stellt, wer diesen Content aktualisiert, und das heißt, das muss nicht täglich passieren, ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ich ein Produkt, das 3 Jahre Lebenszeit hat, ehrlich gesagt, 3 Jahre lang nicht aktualisiere, und jetzt ich nehme mal ein Produkt wie ein iPhone. Das iPhone 10 wird nach wie vor verkauft, also das iPhone X. Jetzt sind wir mittlerweile beim iPhone 15. Ich kann halt nicht nach 6, 7 Jahren immer noch einen Text online haben, wo ich sage, das iPhone X ist das beste iPhone aller Zeiten, weil es das nicht mehr ist. Es ist eben das iPhone 15, das beste iPhone aller Zeiten. Und das iPhone X ist eben ein tolles Mittelklasse-Handy. Und diese Anpassung der Produkt-Highlights, ne, wir haben jetzt gesagt, da ändert sich was zum Positiven. Naja, jetzt hat sich halt was zum, in Anführungszeichen, Negativen oder in der Realität verändert, dass das eben ein Mittelklasse-Handy ist. Und warum sollte ich das denn nicht betexten? Denn es ist ja immer noch im Preis-Leistungs-Verhältnis ein tolles Handy und es spielt eben jetzt in der Mittelklasse und kostet deswegen nur 500 Euro. Während beispielsweise das neue iPhone 15, ich traue es mich kaum zu sagen, ich glaube 1700 Euro kostet in der Spitzenausstattung. Das ist halt das Dreieinhalbfache an Preis. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Und dann muss ich eben auch, wenn das Produkt nach wie vor angeboten wird, mir das eingestehen, es ist halt nicht mehr das Beste, sondern es ist ein gutes Mittelklasse-Handy. Und das gehört dann für mich auch dazu, zu einer ehrlichen und klaren Produktkommunikation. Und jetzt sucht jemand das iPhone X und jetzt hat Google 50 Texte vor sich oder 50 Seiten, die alle ganz toll ranken, ganz toll technischen Aufbau der Website haben und einer hat seinen Content aktualisiert oder 5 haben ihn aktualisiert. Die 5 stehen natürlich weiter vorne wie die anderen, weil wenn alles gleich ist und alles vergleichbar ist, dann kommt am Ende irgendwann auch das Thema Content wieder zum Tragen. Und das wird sicherlich noch stärker werden. Und dann ist der Content vielleicht dieser eine kleine Vorteil, dass ich 2, 3 Plätze vor meinem Wettbewerber stehe und vielleicht mein Produkt verkaufen kann. Vielen Dank. Dann gehe ich noch ganz schnell auf die Umfrage ein. Jetzt habe ich nicht, ich sehe keine weiteren Fragen jetzt von unseren Um, Zuschauern. nee, ich sehe auch keine, genau. Gut. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es ist sehr ausgewogen. Die 33% sprechen sich für diese Produktverbesserungen aus. Sie sagen, das ist wohl einer der wertvollsten Anlässe, um die Produktbeschreibungen zu aktualisieren. 33% für dieses Thema Preisveränderungen und 33% für den Anlass für häufig genannte Retourengründe. Und genau, das ist die Verteilung. Also. Ich hätte erwartet, dass die Preise viel weiter vorne sind, ehrlicherweise. Ich finde es spannend, dass das jetzt hier nur einer von 3 wichtigen Gründen ist, gar nicht der wichtigste. Aber man sieht es, ja. Also ist ja wunderbar, wenn es die Erwartungen sind, ist doch ganz schön verteilt. Uns bleibt dann an dieser Stelle nur noch zu sagen, Heike, wie immer, oder? Vielen Dank an dich, vielen Dank an die Frau von Karchowski, von Simultando für die Übersetzungsleistung. Vielen Dank an unsere Teilnehmer fürs Dabeisein. Ich darf noch einen schönen Nachmittag wünschen und vor allen Dingen bleibt alle gesund.